Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Blau von Lenz Butters in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Blau von Lenz Butters, das Ganze 2015 erschienen. Die Box habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Bevor wir die Folie abmachen, was es sonst immer das erste ist, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns ansehen. Und zwar lesen wir hier inklusive Album CD. Alles klar. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, hier haben wir eine Schweißnaht, die bietet sich ideal dafür an, dass wir hier das Ganze öffnen können, ohne die Verpackung irgendwie zu beschädigen. Also die Hülle. So. Dann machen wir das mal ab. Dieser Sticker auf der Folie geht jetzt natürlich auch mit ab. Deswegen haben wir ihn ja schon vorher zur Kenntnis genommen. Jawohl. So. Gut, also so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier einen recht dicken weißen Rahmen rundherum und hier dann ein quadratisches Cover. Und zwar haben wir hier Lenz Butters mit Haube und dieser ist in sehr dichten Rauch gehüllt, passend zum Albumtitel Blau. Man erkennt auch hier noch irgendwie so eine schwarze Jacke, eine schwarze Lederjacke dürfte das sein. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Auf der Seite lesen wir dann auch hier in weißer Schrift Lenz Butters Blau. Darunter lesen wir dann noch die Nummer, also die Seriennummer von 4Music. Und hier haben wir dann noch oben einen Barcode. Gut, und dann kommen wir zur Rückseite. Hier haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 6 Tracks auf der B-Seite, 7 auf der A-Seite, ergibt insgesamt 13 Tracks. Wobei man sagen muss, hier ein Track der A-Seite, in diesem Fall Angebot, ist ein Skit. Aber ja, es sind 13 an der Zahl. Auch hier wieder dichter Rauch zu sehen, weiße Schrift in diesem Rauch. Darunter haben wir dann die Credits zum Album, also wer das Ganze produziert etc. So sieht das aus. Okay, dann schauen wir mal ins Innenleben, wobei hier oben rechts haben wir noch einen Barcode, den möchte ich auch nicht vorenthalten. Das ist der, der sich hier so ums Eck zieht. Und dann kommen wir mal zum Innenleben. Wir haben hier kein Gatefold, wir haben hier wirklich nur eine Tasche. Und zwar haben wir in dieser die Vinyl. Klar, wir haben ja auch nur A- und B-Seite. Und hier haben wir dann auch noch die CD. Gut, ansonsten schauen wir nochmal rein. Jawohl, leer. Und dann kommen wir, ui, das ist spannend, die CD hat sich schon aus der Folie verabschiedet. Okay, es liegt wohl daran, dass die Folie hier auf zwei Seiten geöffnet ist. Dazu kommen wir gleich. Als erstes natürlich starten wir mit der Vinyl. So, die kommt in einer schwarzen Papierhülle und geht dann hier auf der linken Seite auf. Ui, das sieht mal richtig krass aus. Habe ich so noch nie gesehen. Also eine Vinyl in Grau und das Ganze erinnert mich auch sehr stark an diese Rauchoptik. Also wir haben hier so einzelne Schlieren. Sieht echt mächtig aus. Graue Vinyl. Dann haben wir hier die A-Seite mit den 7 Tracks und auf der Rückseite dann natürlich die 6 Tracks der B-Seite aufgelistet. Sehr schön gestaltet, also rein von der Farbe her gefällt mir das richtig gut. Schön umgesetzt das Ganze, dass man hier wirklich das Artwork dem Albumtitel entsprechend entworfen hat, wenn es so eine Linie hat. Dann haben wir keinen Album-Download-Code oder so einen Voucher dabei. Nein. Hoppla. Jetzt ist mir die CD auch noch runtergefallen. Und zwar haben wir hier eine CD, die kommt in so einer Klarsichthülle, in so einer Plastikhülle. Und dann haben wir hier die CD in schwarz mit schwarzem Aufdruck. Und wir haben hier dann das Gesicht, die Maske von Lenz Butters in so einem schwarzen Glanzaufdruck. Erkennt man hier besonders gut im Licht. Sieht auch richtig mächtig aus. Blau lesen wir hier, dann darunter wieder die Credits. So sieht das Ganze dann aus. Und wie gesagt, diese Hülle, okay, die dürfte wahrscheinlich hier oben
weiß nicht, ob man das erkennen kann, eingerissen sein, leicht. Also ich schätze, das ist nicht beabsichtigt, dass die so offen ist. Ich gehe mal davon aus, nachdem die Seite hier nicht irgendwie beschädigt ist, dass diese Seite regulär offen sein sollte. Und hier oben, wo es so etwas beschädigt aussieht, dass das hier eingerissen ist und das Ganze hier oben eigentlich versiegelt sein sollte. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von diesen Plastik- bzw. von diesen Klarsichthüllen. Da hätte man zumindest irgendwie ein dickes Leaf, eine Papphülle reinmachen können, wenn überhaupt. Ja, werde ich das Ganze dann irgendwie mal in ein anderes Case, vielleicht in einen Standard-Schulcase umsiedeln. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Album bzw. in der Vinyl Edition befindet. Einmal die Vinyl mit A- und B-Seite mit insgesamt 13 Tracks. Und natürlich, wenn ihr keinen Plattenspieler habt oder das Ganze einfach auf CD genießen wollt, könnt ihr hier die CD einlegen. Also die CD ist auch mit dabei. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Lenz Butters Blau. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lenz Butters unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.